Endlich fiel auch in Mecklenburg-Vorpommern der Startschuss für die Fitnessstudios und das schon früher als erwartet. Anstelle des 15. Juni wurde es nämlich der 25. Mai. Erleichterung bei Betreibern und Sportliebhabern gleichermaßen. Und natürlich auch für Danny Pomarenke, Betreiber des Clever Fit Fitnessstudios in Wismar, ein Grund zur Freude. Grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, dass wir erstmal positiv gestimmt sind, dass wir eröffnen durften. Und da möchte ich es nicht verpassen, als allererstes unseren Mitgliedern einen Dank auszusprechen, die so solidarisch unterwegs waren in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, das ist so das, was einem natürlich total auf dem Herzen liegt, ne? Also die Menschen einfach wieder ins Training zu begleiten. Und das können wir heute Morgen schon sehen. Es ist eine relativ entspannte Atmosphäre, relativ ruhig noch, aber sie freuen sich alle. Wir haben schon Blumensträuße bekommen und Pralinen und so weiter und so fort, dass sie endlich wieder trainieren dürfen. Also es wurde höchste Zeit und ich bin super happy, dass es jetzt wieder losgeht. Im Studio von Danny waren die Hygienevorschriften schon immer sehr hoch. Deshalb war sein Team schon bestens vorbereitet, trotz der kurzfristigen Eröffnung. Nur die Grundreinigung wurde jetzt auf 3-mal täglich erhöht. Durch die große Studiofläche sind auch nur 5 Geräte gesperrt. Überall befinden sich Abstandsmarkierungen. Die Nutzer des Fitnessstudios sind trotz der Einschränkungen froh über die Wiedereröffnung. Das ist gar kein Problem. Also es gibt überhaupt keine, ich sag mal, kritischen Anmerkungen, sondern ich glaube, die sind wirklich einfach nur froh, sich wieder bewegen zu dürfen. Das muss man sagen. Also wir haben ja kaum Einschränkungen, außer dass wir keine Duschen erlauben und keine Solarien, obwohl wir da ein bisschen ja, Unstimmigkeit sehen, weil alle anderen Solarien dürfen aufmachen in der Hansestadt und wir unsere 2 Kabinen nicht. Das macht irgendwie noch keinen Sinn, aber da sind wir auch in Gesprächen mit der Politik, um das vielleicht dann noch zu lösen. Dass die 2 Solarium-Kabinen nicht genutzt werden dürfen, wundert Danny Pomarenke. Denn die hygienischen Anforderungen dafür können ebenso erfüllt werden. Die politische Entscheidung dafür bleibt jetzt abzuwarten. Und auch das Verbot, die Duschen nicht nutzen zu dürfen, kann er nicht nachvollziehen. Grundsätzlich habe ich die Situation mit dem Duschen nicht so richtig verstanden, weil Hygiene bedeutet ja im Endeffekt auch, wenn jetzt hier Leute in ihrer nass geschwitzten Kleidung nach draußen gehen oder vielleicht dann noch nebenbei noch schnell mal einkaufen, ob das so Sinn macht ohne Duschen, das hätte man vielleicht ein bisschen charmanter regeln können, indem man sagt, pass auf, die Umkleiden sind nur mit Mundschutz zu betreten, dann kann man duschen und danach wieder Mundschutz und wenn man rausgeht, darf man den Mundschutz ablegen. Das wurde uns gar nicht aufdiktiert, deswegen, das wäre vielleicht noch, ich sag mal, eine charmante Lösung, um auch ein Duschen, was ich eigentlich sehr gut finden würde, weil es ist halt einfach hygienischer, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Dass bei der Nutzung der Dusche keine Warteschlange entstehen soll, ist für Danny verständlich. Doch ein generelles Verbot findet er nicht richtig. Es wäre auch möglich, die Duschen und auch die Umkleiden häufiger zu reinigen. Worauf übrigens seine Mitglieder, also die Studionutzer, nicht verzichten müssen, das sind ihre Shakes. Wir haben auch da extrem hohe Hygienestandards, das heißt also auch im Vorfeld schon, wir haben vor jeder Shake-Zubereitung desinfizieren wir uns die Hände. Das war aber schon immer so, das kann man auch beobachten am Tresen, da haben wir schon eigene sehr hohe Standards und dementsprechend gab es keine Auflagen. Dementsprechend werden wir es weiter so durchführen, weil auch viele Mitglieder diese Dinge gerne konsumieren und die es teilweise auch nur bei uns gibt und dementsprechend ja, freuen wir uns, dass wir das so weitermachen dürfen. Die Gesundheit der Mitglieder steht im Vordergrund seiner Arbeit. Auf der Fläche von 1000 Quadratmetern dürfen im Fitnessstudio Clever Fit in Wismar bis zu 100 Mitglieder gleichzeitig trainieren. Doch Danny Pomarenke will lieber auf Nummer sicher gehen und lässt nur 75 Personen rein. Mit viel Abstand noch viel mehr Spaß am Training, so seine Devise.